Hallihallo, hallöle, willkommen bei City Skylines. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, wir werden hier jetzt gleich erstmal, damit wir hier endlich mal Strom hinkriegen, weil die meckern hier schon die ganze Zeit rum. Hier oben war das. Macht für das Volk. Wie schwer kann es denn sein, ein funktionierendes Stromnetz aufzubauen? Ist ja nicht gerade hochmoderne Technologie. Deswegen werden wir hier jetzt gleich mal ein paar Wohnhäuser. Wir haben ja eh Nachfrage, die steigt auch, damit die hier endlich mal Strom kriegen. Und ich glaube, ich habe es schon zig Folgen gesagt. Müssen wir unbedingt mal machen. Endlich die Postdinger bauen. Sonst laufen die hier irgendwann nochmal amok. Dann haben wir die hier noch mit Schildern auf der Straße. Und rummeckern. Wir wollen Briefe schreiben. Daher werde ich, bevor ich jetzt die Häuser baue, erstmal die Post hinbauen. Dafür muss ich allerdings erstmal gucken, wo die Post überhaupt genau ist. Ist das Post oder das? Das sind Taxis. Okay. Dann haben wir hier Postdienst, ja. Post- und Tieranlage und das sind die Postämter. Die brauchen wir, glaube ich. Zumindest. Ja, guck, alles rot. Wir haben komplett die Post vergessen. Auch wie ich es schon zigmal gesagt habe. Die werden wir denn hier mal so zwischenbauen. Hier so mithin eine Post. Ja, komm, ihr kriegt auch noch eine Post. Und dann werde ich hier vorne noch, weil das hier ein großes Gebiet ist, bauen wir hier mal drei Postämter hin. Auch wenn die ein bisschen Krach machen. Die brauchen hier ja allerdings auch Postämter. Da kommt eine Post hin. Macht die auch glücklicher, wie es aussieht. Die stehen wohl auf Briefe schreiben. Da kommt definitiv noch eine Post in die Ecke. Nein, die wollte ich so genau. Was kann, ob die zwei ausreichen? Wie es aussieht, haben die doch schon eine relativ große Reichweite. Es scheint zu reichen, die zwei hier. Die sind ja gerade alle voll am Briefe schreiben. Da liegt das wahrscheinlich daran, dass Strom... Die brauchen gar keinen Strom, ne? Ich werde hier für die Bürogebäude, die müssen hier auch mal Sachen verschicken, hier noch so eins hinsetzen. Aber daran. So. Hier kommt auch ganz schlecht die Müllabfuhr hin, wie es aussieht. Müsste aber nicht hinkommen, weil hier gibt es eine Straße. So, die Post- und Tieranlage. Wofür ist die denn gut? Und zwar große Postlastwagen sammeln die Post von den lokalen Ämtern ein und bringen sie zur Post- und Tieranlage. Dort wird die Post nach lokalen und auswärtigen Zustelladressen sortiert. Achso, das ist quasi das große Versandlager. Ja, wo stellen wir das denn nochmal am besten hin? Das ist eine gute Frage. So eine große Sortieranlage muss ja noch nicht unbedingt ins Wohngebiet. Was steht denn hier? Das ist Busdepot, ne? Gut, das könnte man hier eigentlich nebenstellen. Würde zumindest passen. Damit kappe ich aber die Stromleitung. Deswegen kurz Pause. So, und Stromleitung wieder hin. Brauche ich gar nicht. Läuft so. Gut. Dann müsste die ja jetzt auch laufen. So, und jetzt will ich mal kurz gucken, weil irgendwie hat das Spiel hier eine Matsche weg. Zumindest kappt er ja, wie wir in der letzten Folge gesehen haben, ganz alleine irgendwo Stromnetze. Und das muss ja noch auch nicht sein. Post scheinen sie zu haben. Kann man Post irgendwo in der Statistik nachgucken? Bestimmt der Brief hier unten. Ja. Gut, das dauert wahrscheinlich. Ja, die werden nach und nach alle, das dauert. Die werden halt auch erstmal eingesammelt, die Post und so. Gut. Scheint aber zu funktionieren. Es kommt ja nach und nach, wie man hier sieht. Es wird blau, blau, blau. Wie der Enzian. Und wir bauen hier jetzt erstmal Häuser weiter. Ist sowieso eine extreme Nachtfrage. Und zwar jetzt erstmal in diese Richtung, damit die da vorne endlich mal Strom kriegen, die mit ihrem Rumgemotze. Oh, 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 aber nicht dahin. Nicht dahin. Zumindest noch nicht. Das soll später. So, und zwar bis hierhin. Na, der da hinten hat auch noch nicht. So. Am Bauen sind sie schon fleißig. Ah, dann müssen, eigentlich müsste ich bis hierhin auch nochmal bauen, damit die hier Strom kriegen. Geht ja gar nicht anders. Na gut, den einen hier nehme ich noch mit. So. Und hier, damit der Strom kriegt, müsste ich eigentlich den einzelnen hier machen. Aber nicht den hier. So, da fehlt noch einer. Und der kommt weg. So. Jetzt hoffe ich natürlich, dass sie sich hier bald mal verbinden. Weil, ja. Die haben sich natürlich mal wieder ganz miserabel verbunden jetzt. Aber das hier haben sie gleich. Das müsste gleich kommen. Zumindest das Stück. Und hier hoffe ich auch gleich. Das ist immer so eine Sache. Dessen habe ich das auch meistens auf schnell laufen. Die meckern mich sonst sehr gerne rum. Na, das schafft ihr doch, oder? Wird auch langsam eng mit dem Strom, aber noch geht's. Ja, die haben sich verbunden. Da fehlt hier eigentlich nur noch so ein Stück, damit die sich hier verbinden können.
Ja, hatte ich doch hingemacht, oder? Ja. Ah, warten einen Moment ab, das wird sich schon gleich verbinden. Durch, dass ich jetzt so viele Häuser gebaut habe, ist natürlich jetzt eine Nachfrage im Keller. Problem ist halt, die brauchen halt auch Gewerbe. Ich könnte hier zwar große Gewerbebetriebe zwischenbauen, aber ob das so gut ist, das dürfte Massenstau geben. Obwohl das ja eigentlich sehr gut an die Autobahn angeschlossen ist. Hier dürfen LKWs ja nicht durch. Wird nur von den Bewohnern benutzt und die LKWs fahren halt über die Autobahn. Dessen bin ich überlegen, ob ich das machen werde. Sollte sich es aber zu doll stauen, muss ich es später wohl austauschen. Obwohl das Gewerbe denn eher hierhin, vielleicht ein paar Bürogebieten dazwischen. Aber da muss ich gucken, verbunden hat sie es jetzt. Ja, wunderbar. Durch geht natürlich unser Geld auch hoch, wie man sieht, über 13.000 im Plus. Ja, gut, Gewerbe brauchen wir nicht allzu viel. Aber da bauen wir auch mal das Große, um zu gucken, aber das werde ich dann hier hin machen. Aber nicht komplett, sondern erstmal nur ein kurzes Stück. Gewerbe braucht man sowieso nie so viel. Gucken. Es müssen ja nicht überall Geschäfte hin. Das ist auch in Wirklichkeit nicht so. Es stehen ja auch immer wieder in den Gewerbegebieten Wohnhäuser. Wie sehen denn die Großen überhaupt aus? CT-Expert. Und das ist auch CT-Expert. Schwarzmessner und Stern. Okay. Schöne Werbung dran. Haben wir denn sonst noch irgendwas Interessantes zwischen... Nö. Wie sehen die Gebäude aber alle gleich aus? Ich weiß, dass es im Workshop noch jede Menge andere Gebäude gibt. Auch Geschäfte, die es in Wirklichkeit gibt. Das mache ich aber aus Werbegründen nicht. Aber ich muss mal gucken, vielleicht finde ich ja noch schön aussehende Gebäude, die man reinbauen kann, die nicht unbedingt Werbung enthalten. Da muss man gucken. So. Es steigt auch schon wieder der Wohngebiet nach Frage. Aber eins nach dem anderen. Aber wenn wir jetzt zu schnell bauen, haben wir das Problem, dass es erstens staut und zweitens alle auf einmal sterben später. Hier fängt sich schon an zu stauen. Obwohl, noch geht es. So, wir müssen hier auch zwischendurch noch kleine dazu bauen wegen Nachwuchs. Ich wollte jetzt mal gucken bei unserem Park. Der wird euch jetzt bestimmt auch schon öfters besucht. Ja, also die Besucher hat er. Bloß die Unterhaltung geht nicht hoch. Okay. Parkpflege ist ehrlich gesagt miserabel. Warum? Ah, geht aber wieder runter. Aber wir haben noch ein Parkpflegegebäude. Das hatten wir doch hier hingesetzt. Ja. Straßeninstandsetzungswagen im Einsatz. 10 von 10. Parkpflegegebäude sind alle im Einsatz. Kann man die irgendwo nachgucken? Müsste ich mal gucken. Parkpflege. Sehe ich die irgendwo? Also alles, was rosa ist, wird gepflegt von denen. Ja, da waren sie gerade. Achso, diese blauen Fahrzeuge, die hier rumfahren, oder? Ja. Da fährt mich so ein blauer. Kann ich das nicht irgendwie anders einstellen? Warte mal, hier, Parkpflege. Gibt's doch bestimmt hier irgendwo. Da. Genau. Der Parkpflegeservice steigert den Unterhaltungswert von Parks, Pflanzen und Parkgebieten. Parks funktionieren normalerweise ohne Pflege. Die Steigerung schwindet mit der Zeit wieder. Ja, die fahren hier wirklich sämtliche Parks ab. Auch die kleinen, die wir hier so reingebaut haben. Das ist schon mal sehr gut. Im Industriegebiet hatten wir ja, glaube ich, auch Parks. Naja, einen haben wir hier, wie es aussieht. Na, hier ist noch einer, aber der ist grün. Das heißt, der muss nicht gepflegt werden. Alles, was rosa ist, muss gepflegt werden. Und was grün ist, im Moment nicht. Aber hier staut sich das eh. Alter, im Industriegebiet müssen wir unbedingt was tun. Das geht so nicht. Da steckt er nämlich im Stau. Das heißt, hier muss auch was getan. Das hat wahrscheinlich was mit dem Unterhaltungswert zu tun. Oder wir müssen da mehr hinbauen, aber wir haben ja nicht wirklich mehr. Ich habe das Gefühl, der packt das nicht, das eine Gebäude. Wir sind ja alle im Einsatz. Kann man da vielleicht, das weiß ich jetzt auch nicht, das Budget irgendwie höher drehen? Höheres Budget für Industriegebiete, einzigartige Gebäude, Parks und Plätze. Gilt das jetzt nur für die Parks selber? Mit dem Schwierigkeitsschieberegler können die Zufriedenheitseffektreichweite von Parks und Plätzen erhöhen. Das wahrscheinlich nur die Parks selber. Ich wollte eigentlich den Parkpflegedienst erhöhen. Ob das geht, weiß ich gar nicht. Seilbahn, Monorail, das sind die einzelnen öffentlichen Verkehrsmittel. Sieht nicht so aus, dass das geht. Ich sehe hier zumindest nichts. Das sind Einnahmeausgaben. Ich probiere es einfach mal, indem ich Parks ein bisschen höher drehe.
Ein Tickle. Ich meine, Parks kosten eh schon einen Haufen Geld, aber 111% und das Ganze machen wir natürlich auch tagsüber. So, na, nicht 112, 111 bitte. Na. So. Vielleicht klappt das so ein bisschen besser. Ich weiß es nicht. Hat er jetzt mehr betrifft auch den. Jetzt hat er 11 Fahrzeuge. Sind auch alle 11 im Einsatz. Und ich hab's geahnt. Wir haben jetzt hier Massenstau. Was unter anderem auch da teilweise dran liegt, dass hier ständig Leute über die Straße rennen. Die hier immer warten müssen. Wieso rennen die überhaupt hier rüber? Die haben hier einen Zebrastreifen. Aber ich glaube, da kann man Abhilfe schaffen. Ich werde hier jetzt mal ganz kurz... wo war das? Wir konnten irgendwo Wege bauen. Die waren, glaube ich, hier. Pflasterweg. Parkweg. Ne, ich brauche einen Pflasterweg. Mach das hier mal an. Wenn ich den von hier nach unten baue. Ich wollte jetzt hier unterirdisch, aber wir können auch eine Brücke rüberbauen. Das kommt aus Gleiche raus. Hier anfange und dann Hochbau. Ah, das geht so nicht. Das heißt, ich muss ein bisschen weiter weg. Einmal wieder runter. Und jetzt hoch. Geht das? Immer noch nicht. Alter, was brauchen die denn für eine Steigerung? So hoch muss es ja nun auch nicht, Junge. So geht's nicht, nein. Da wird zwar so schräg gehen, aber... ist auch viel zu hoch. Warte mal, wir stellen's mal hier ein bisschen weiter runter. So wird's gehen. Das kann man hier doch, glaube ich, auch einstellen, dass er nur so kleine Stücke machen soll. Und da, glaube ich, werde ich das wieder ausmachen. Damit ich frei bauen kann. Ich glaube, das wird nicht reichen, oder? Ah, machen wir vielleicht lieber mal so. Gedacht hier so hin. Und dann hier so rüber. Was er, wie es aussieht, gar nicht macht. Aus wegen den Säulen, ne? Ich habe echt gedacht hier so rüber, aber das kriegen wir so gar nicht hin. Die Straße ist zu breit. Die ist eindeutig zu breit, ne? Schade, schade, schade. Aber das muss ja irgendwie gehen. Moment. Ich wollte Wege. Ich habe schon eine andere Idee, wie das gleich klappen könnte. Erstmal so rüberbauen. Klappt so auch nicht, oder? Wenn ich hier anfange, ein bisschen weiter weg. Macht er auch nicht. Ich glaube, das ist zu niedrig. Ein Tick höher. So rüber. Ja, so geht's. Es ist für meinen Geschmack eigentlich schon zu hoch, aber wenn es nicht anders geht. Und hier müssen wir ja wieder runter quasi. Wird zwar so gehen, aber ist doch schon sehr derb steil. So ist es nicht mehr ganz so steil. Machen wir es so. Okay, verbindet sich das hier nämlich auch. Und das Ganze machen wir hier auch nochmal. Wieder runter. Ungefähr. Na. Komm schon. So. Gut, ist jetzt nicht wunderhübsch, aber vor allen Dingen ist es für meinen Geschmack auch ein bisschen zu hoch, ehrlich gesagt. Aber weiter runter wollte er ja nicht. Will, dass die Leute quasi, wenn sie hier rüber wollen, über die Brücke laufen. Dafür muss ich jetzt aber allerdings, dafür haben wir wieder die schöne Mod. Das ist der Grund, warum ich niemals ohne die spiele. Man kann da so viel mitmachen. Fahrzeugbeschränkung, Parkverbot, wo ist das jetzt? Kreuzungsbeschränkung, ich glaube, die sind das, oder? Ah, ja, die müsste das sein. Ich klicke hier mal an. Genau. Ich will hier den Zebrastreifen verbieten, aber nur auf der Seite. Somit zwinge ich die, glaube ich, darüber zu laufen. Mach's mal wieder schneller, um zu gucken. Ja, jetzt nehmen sie mich die Brücke. Zumindest hier vorne. Die laufen hier rüber. Aber allerdings laufen die immer noch hier rüber, obwohl hier nicht mal ein Zebrastreifen ist. Das verstehe ich sowieso nicht. Ich kann hier aber auch nichts beschränken oder so. Kreuzungsbeschränkungen. Ich hatte jetzt auf die eingestellt. Das hier zählt also auch als Kreuzung.
Wenn ich das hier einmal verbiete, läuft dann auch einer rüber? Nö. Obwohl hier kein Zebrastreifen ist, zählte das wohl als Zebrastreifen. Und zwinge ich die Leute quasi über die Brücke zu laufen? Ja, jetzt laufen sie doch alle oben rüber. Die Autos halten warum auch immer an. Aber nicht mehr ganz so extrem. Gut, ich meine, gut, jetzt haben wir den Stau ein bisschen kürzer gekriegt. Weil hier ist aber auch ein Fußgängerverkehr, mein lieber Scholli. Aber es läuft jetzt ein bisschen flüssiger. Die müssen nicht mehr ganz so häufig anhalten. Gut. Dann haben wir das Problem zumindest vorerst erstmal gelöst. Und unsere Industrie nach Frage steigt. Das habe ich aber vermutet. Wegen den neuen Bewohnern wollen sie jetzt natürlich auch alle Arbeit haben. Eins nach dem anderen. Ich hoffe, unser Park ist hier jetzt inzwischen mal. Aber ich glaube nicht. Ah, Unterhalte bis zur nächsten Stufe. Ist gestiegen, aber nicht so, wie ich es gerne hätte. Das liegt wahrscheinlich zum Teil an der Parkpflege. Ich kann sie ja noch mal ein bisschen höher drehen. Die haben ja schließlich nur ein Fahrzeug mehr gekriegt. Muss bloß gucken, dass ich nicht zu sehr ins Minus rutsche. Das wird immer so teuer. Gehen wir mal hoch auf 130%. Na, komm schon. So. In der Nacht natürlich auch wenn ich die Nacht aktuell ausgeschaltet habe. Das hat aber den Grund, da ich nachtblind bin, sehe ich nichts, wenn es zu dunkel ist. Können wir später gerne mal anmachen, um zu sehen, wie es in der Nacht aussieht. Aber ich kann es so ganz schlecht bauen. So, wie sieht es denn jetzt mit dem Parkpflegedienst aus? Es hat 13 Fahrzeuge, sind auch alle 13 im Einsatz. Jetzt sollte es zumindest ein Tickchen schneller gehen. Dann wird er hier vielleicht auch mal öfters gepflegt. Vielleicht könnte man auch noch irgendwie ein Gebäude dazu bauen oder so. Obwohl, Unterhaltung, ja, jetzt ist er gerade gepflegt worden. Der wird wohl andauernd Dauer verdreckt, der Park oder so. Keine Ahnung. Aber es kommt. Es kommt, es kommt, es kommt. Ich wüsste aber auch nicht, was ich hier noch großartig zubauen sollte. Weil, wo haben wir das denn? Parks hatten wir hier. Vielleicht noch einen Nebeneingang oder so, aber das wäre eigentlich hier momentan Blödsinn. Und wir haben ja sonst nichts frei, außer diese Deko-Elemente, die wahrscheinlich nichts bringen. Und davon haben wir ja auch schon Sachen stehen, so ist das nicht. Denn wir halt auch so eine alte Kanone als Deko, so hier in die Ecke. Aber ich glaube, das macht da keinen Unterschied. Ich glaube, das ist wirklich nur reine Deko. Einmal drehen bitte, lassen wir die Kanone Richtung Weg zeigen. Wenn jemand Müll daneben wirft, dann wird er halt erschossen. So. Ich glaube nicht, dass das jetzt einen Effekt hat. Oh, doch. Entweder kommt es jetzt durch die Pflege oder es hat wirklich einen Effekt gebracht. Zumindest ist es jetzt von 210 auf 212 gestiegen. Hier fahren aber auch gut Leute hin. Das ist so ein Parkpflegefahrzeug oder so, ne? Ne, ein Pickup. Besucht wird der Park auf jeden Fall. Ich meine, der Park bietet ja nun wirklich nicht viel. Aber was sollen wir machen, wenn wir nicht mehr Gebäude frei haben? Eins nach dem anderen. Dann können wir inzwischen ja mal unser Industriegebiet hier durchchecken. Das müsste normalerweise inzwischen auch mal wieder eine Stufe aufgestiegen sein. Und zwar... Na, Verkauf wird hier gut. Da macht sehr gut Plus. Sehr, sehr gut Plus. Geht doch alles. Einkaufen tun sie auch nichts. Da Lüft. Bloß, wir kommen halt nicht auf die Arbeiter, um die nächste Stufe zu erreichen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich hier noch eine Kornmühle zubauen müssen. Aber dann reichen wahrscheinlich die nicht mehr. Und das müssen wir gucken. Industries. Wir haben hier ja Agrar stehen. Ah, Hauptgebäude nicht. Getreidemühle, genau. Die meinte ich. Bauen wir einfach nochmal eine hin. Falls das nicht reichen sollte, baue ich davon noch welche zu. Und ich habe eben gesehen, die haben inzwischen ja auch frei die Arbeiterunterkünfte. Ne? Ein Viehstall. Wo waren die jetzt? Kleine Scheune. Da. Arbeiterunterkünfte erhöhen die Effizienz der Arbeiter im Industriegebiet. Jedes Gebäude erhöht die Arbeitereffizienz um 5% bis maximal 100. Nebengebäude müssen innerhalb des Industriegebiets platziert werden. Das werde ich hier nebensetzen, direkt neben das Hauptgebäude. Das ist für die Arbeiter. Wieso meckerst du rum? Nicht Genügung. Moment, ich Volldepp. Ja, abreißen. Das war eine Getreidemühle. Ich wollte die Arbeiterunterkünfte. Ich habe mich schon gewundert, warum es so groß ist. So, jetzt geht's weiter.
Ja. Das scheint hier zu liefern, also Lieferung hat der gekriegt. Die Frage ist nur, ob das Lager noch ausreicht. Ist so ziemlich gefüllt. Mehl aber auch. Jetzt ist natürlich die Frage, Arbeiter müssen gleich so mehr kommen. Gut, jetzt ist ja gerade Minus, das sammelt halt erstmal wieder an. Einkaufen tun sie noch nichts, das muss man halt immer im Auge behalten. Was kann man denn hier noch für Richtlinien einstellen, um das Ganze vielleicht ein bisschen effizienter zu machen? Verbesserte Logistik. Das Parken und Planen von Lieferungen funktioniert aufgrund der verbesserten Inventur- und Fahrzeugtracking-System effizienter. Erhöht die Lagerkapazität von Förderanlagen und... Ja gut, jetzt sind wir eine Stufe aufgestiegen. Neues Gebiet dazugekommen. Campusgelände Geisteswissenschaften. Gastdozenten und... Okay, das sind die Campusstraßen. Das Krematorium, endlich. Wiederaufbereitungsanlage, sehr schön. Da können wir sauberes Wasser ins Meer pumpen. Da können wir die Schnodder damit wegmachen. Das ist der Müllsammler. Leichtathletikstadion, das ist bestimmt für Campus. Und das Kryo-Konservatorium. In diesen umstrittenen Gebäude werden klinisch Tote so lange aufbewahrt, bis sie zu ihrer Wiederbelebung erforderliche Technologie... Okay, das ist wahrscheinlich auch für die Toten. Gut, das war jetzt nicht zu viel. Dann werden wir gleich mal gucken. Ich war hier bei der Logistik bei. Erhöht die Lagerkapazitäten von Förderanlagen und Aufbereitungsanlagen von 20%. Erhöht die Unterhaltskosten ebenfalls, aber dafür können wir auch mehr lagern. Verbesserte Sicherheit. Die Sicherheit bei der Arbeit wird durch Normen und Bestimmungen sorgfältig überwacht. Erhöht die Arbeitergesundheit und kostet Geld. Erweiterte Automatisierung. Roboter und andere Automatisierungssysteme beschleunigen Prisen. Präzisieren die Produktion. Erhöht die Produktion um 10%. Erhöht die Gebäudekosten auch um 10%. Ja. Ja, im Grunde genommen ist alles gut, auch wenn es Geld kostet. Ich werde einfach mal hier alles aktivieren. Na, nun kommt schon. Mal gucken, wie es bei rauskommt. Wenn wir dadurch jetzt zum 4- machen, kommt es natürlich wieder aus. Aber dadurch ist jetzt natürlich hier wieder alles langsamer geworden. Wir werden es sehen. Da fällt mir ein, vielleicht kann ich im Park noch was machen. Mit Richtlinien. Um das Ganze hier vielleicht ein bisschen sauberer zu halten. Weil die scheinen ja doch ganz schön zu verdrecken. Hier gibt es ja auch Richtlinien, genau. Tierästhetik. Für Zootiere gibt es zusätzlich... Ja gut, wir haben keinen Zoo. Werbekampagne. Bewirbt den Park in der ganzen Stadt, um mehr Besucher anzuziehen. Zieht 20% mehr Besucher an. Kostet 200 die Woche, Alter. Hauptpark. Markieren Sie diesen Park als Hauptattraktion der Stadt, damit er für Touristen attraktiver wird. Mehrere Parks mit dieser Richtlinie aktiv... Sind sie für die Besucher gleich attraktiv? Na gut, das wäre was, obwohl das für den Hauptpark doch schon etwas mickrig ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Kein Feuerwerk. Warum? Im Parkgebiet gibt es kein Feuerwerk. Solange, naja, Feuerwerk können wir schon. Jeden Abend gibt es im Park Feuerwerk. Feuerwerk findet täglich nach Sonnenuntergang statt. Nicht nur einmal die Woche. Na. Nachttouren. Besucher können nachts besondere Touren durch den Park unternehmen. Zieht nachts 30% mehr Besucher an. Ja gut, Nacht haben wir aktuell aus. Unendlicher Spaß. Freizeitparkwerk extrem gut instand gehalten, weshalb sie noch mehr Spaß. Naturschutzgebiete. Okay, es hat sich gerade erledigt, aber das andere war für Naturschutzgebiete. Ich glaube, davon brauchen wir im Moment nichts. Später vielleicht. Er ist ja gerade. Linden Ranch hat Stufe 3 erreicht. Nö, das war das Industriegebiet da hinten. Limonadenfabrik, Melkstand, mittleres Getreidefeld, mittleres Obstfeld. Industriegebiet gucke ich gleich. Ich war hier am Parkzugange. So. Naturschutzgebiet. Die Vorgebäude verfügen über einen getrennten Container für biologisch abbaubaren Müll, der zur Verwendung des Mülls in den Parkgebieten dient. Verringert die Müllansammlung für Naturschutzgebiete. Ja, wir haben ja kein Naturschutzgebiet. Ich werde einfach eine Werbekampagne starten, auch wenn es Geld kostet. Werden wir sehen, ob wir dadurch pleite gehen. Hauptsache, der steigt hier bald mal auf. Geht auf die nächste Stufe zu kriegen. Besucher haben wir ja jede Menge. Mir gefällt das einfach nicht mit der Parkpflege. Der packt es nicht. Der hat mittlerweile 13 Fahrzeuge im Einsatz und packt es nicht. Wir haben Industrie nachgefragt ohne Ende. Deswegen ist der Fisch eigentlich auch gerade aufgestiegen hier. Und ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Dadurch, dass die Kornmühle dazu kam, reicht es schlicht und einfach nicht mehr. Die kaufen auch Produkte von außen ein. Das heißt... gut, wir haben hier jetzt die Kleinen stehen. Wir haben die Mittleren zwar jetzt auch frei. Müsste ich mal was gucken. Nein, ich wollte hier rauf. Agrar.
Das ist was? Ach, mittleres Getreidefeld, okay. Steht da immer noch der Fehler mit den Holzprodukten? Oh, Holzprodukte, ja. Obwohl das gut, ich glaube, echt ein Textfehler ist, weil da ist ja das Symbol für. Aber wir haben hier auch diese mittleren Obstfelder. Was ist denn da der Unterschied? Produktion 8000 pro Woche und bei den kleinen 4800 pro Woche. Ich glaube, wenn ich da jetzt ein mittleres hinbaue, passt zwar, aber ich glaube, das wird dann zu viel des Guten. Ne? Ich warte einfach ab. Auf jeden Fall müsste der genug produzieren. Die Frage ist nur, ob er zu viel produziert. Hier ist ja mittlerweile auch schon gut was los. Gut, dass ich hier Industriestraßen gebaut habe. Das mit dem Verkehr wird sowieso langsam kriminell. Da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Ja, gut, der Stau ist jetzt noch nicht 10 Kilometer lang, aber... Und die latschen noch oben rüber. Aber gut, es ist halt ärgerlich. Hier ist auch mal der Kreisel, den müssen wir sowieso nochmal neu bauen. Wir können die hier halt nicht vergrößern. Aber aktuell geht's auch so. Das Industriegebiet, naja, ich will hier ungern mehr hinbauen, auch wenn wir eine große Industrienachfrage haben, einfach aus dem Grund, weil es staut sich schon in Massen. Ich könnte zwar Einbahnstraßen machen, hier überall, dann sind sie quasi gezwungen, hier in diese Richtung zu fahren und können in keine andere Richtung. Aber ich glaube, stauen tut sich das so durch, dass die von hier kommen, weil die da abbiegen, verursachen ja keinen Stau. Und da ist halt das Problem... Wenn ich hier die Einbahnstraße runter mache, dann kommen sie ja trotzdem von da. Wenn ich die Einbahnstraße da hoch mache, dann ist das blöd. Dann müssen die von da kommen, hier einmal durchs ganze Gebiet. Ist halt auch Mist. Aber probieren könnte man es. Nur um zu gucken, kann man ja später wieder ändern. Wir haben hier die mittleren, ne? Mittlere Einbahnstraßen gibt es nicht. Ich müsste das quasi zu großen Straßen machen, was wahrscheinlich nicht geht. Ja, nehmen wir die mal mit Grasstreifen. Weil der Park da im Weg ist und ich mache wahrscheinlich... Obwohl, es geht. Okay. War wahrscheinlich Gebäude mit kaputt. Zumindest mit dem würde ich es gerne probieren. Gucken. Erstmal nur mit dem. Und dann mal gucken, wie sich das Ganze hier entwickelt. Jetzt sind sie ja quasi gezwungen. Staut sich das wahrscheinlich hier. Wenn ich das aber mit jeder Straße mache, dann sind sie quasi gezwungen, wenn sie hier reinkommen. Oh, ich muss aber was machen. Wenn sie hier reinkommen, hier rumzufahren quasi, um von unten da wieder rein. Das fahren sie ja natürlich alle auf einmal raus und alle hier durch. Hat zwar jetzt das Problem von hier unten in die Straßen geschoben. Boah, das ist echt... Okay, da werde ich mir was einfallen lassen müssen. Wir haben zwar eine direkte Autobahnanbindung, aber... Das funktioniert so nicht. Na gut, die fahren hier aber auch alle irgendwie, warum auch immer. Die können auch den Streifen daneben benutzen, aber nein, die fahren hier alle rechts. Links. Vielleicht gibt sich das gleich. Sieht zumindest so aus. Kann auch sein, dass die große Welle, die hier gerade ist, erstmal weg muss. Man könnte ja auch... Die Straße hier ein bisschen vergrößern. Dazu werde ich jetzt aber erstmal... Haben wir? Genau. Verbessert ist noch. Kriege ich den denn überhaupt verbessert? Ja, wie es aussieht, ja. Komischerweise, bei dem über der Autobahn geht es nicht. Bei dem ja. Sind Ampeln drin, ne? Ja. Gut, die Ampeln mache ich gleich raus. Das hier ist ja eh schon eine Einbahnstraße. So. Du läufst vielleicht ein bisschen besser ab. Genau wie hier. Auch wenn ich es nicht glaube. Dann mal kurz auf Ampeln gehen. Nein. Na, nun geh aus. So. Ampel, 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 Ampel. Die haben wir hier. Weil Ampel im Kreisel geht ja nun mal gar nicht. Da hat er keiner angemacht. Da ist immer was Neues. Hier unten auch nicht. Wunderbar. Mal kurz angucken, wie sich das jetzt entwickelt. Das müssen sie ja zumindest schneller rauskommen. Was das Ganze hier wieder ein bisschen klären müsste. Aber, ja, jetzt spielen sie hier wilde Sau, weil sie alle auf die rechte Spur wollen. Aber vielleicht gibt sich das gleich, weil die müssen ja auch so schneller durch den Kreisel kommen eigentlich. Oder? Ah, gut. Abwarten.
Im Industriegebiet hat es sich jedenfalls geklärt. Da ist es jetzt ein bisschen leerer. Ah, ich glaube, das klärt sich. Die kommen da jetzt schneller weg, als sie hier ankommen, wie es aussieht. Zumindest auf den ersten Blick. Ist schwer zu sagen. Gut. Da heißt es abwarten. Da werde ich das noch wahrscheinlich mal kurz einen Moment laufen lassen und beobachten, um zu gucken, was man da machen könnte. Industrienachgefrage haben wir sowieso. Ich werde hier wahrscheinlich noch ein bisschen Bürogebiete dazwischen machen. Gewerbe haben wir noch eine leichte Nachfrage. Das geht aber. Und ansonsten den Stau, ja gut, haben wir auch nicht hundertprozentig in den Griff gekriegt. Aber zumindest einigermaßen. Auch wenn es nicht danach aussieht. Das liegt aber daran, dass die hier immer noch kurz anhalten. Warum auch immer. Obwohl sie das gar nicht müssen. Die Fußgängerbrücke wird definitiv benutzt. Der Park steigt komischerweise. Da muss ich auch nochmal gucken. Wir müssen wahrscheinlich echt mehr Deko reinbauen. Weil er steigt einfach so nicht auf. Gut. Ich werde es jetzt nochmal eine Zeit lang laufen lassen, um zu gucken, wie das mit dem Stau wird. Aber ansonsten machen wir in der nächsten Folge weiter. Gucken, was wir noch machen können. Vielleicht habt ihr ja auch Vorschläge, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Nehme ich immer wieder gerne an. Weil ich glaube, sonst haben wir hier irgendwann echt ein riesen Stauproblem. Da muss ich mal gucken. Ja, ich brauch's gar nicht weiterlaufen. Das hat sich geklärt. Das hat funktioniert. Zumindest vorerst. Ist wahrscheinlich kein Dauerzustand. Hier muss ich mir noch was einfallen lassen. Das wird nicht besser, sondern eher schlimmer. Da muss ich echt mal gucken. Weil jetzt fahren sie ja alle hier lang. Wahrscheinlich ja dran, weil das hier so eine Doppelkreuzung ist. Erzählt das hier vorne als Kreuzung und das da hinten auch als Kreuzung. Da muss ich mal gucken, dass ich das irgendwie anders geregelt kriege. Aber eins nach dem anderen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Vorschläge habt, gerne in die Kommentare. Oder lasst auch gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns morgen wieder. Viel Spaß noch. Tschüssi.